Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video sehen wir uns eine neue Funktion an, die Sie ab der Version 3.70.9.1.2 verwenden können. Was ist das? Und zwar, es geht um den Artikel ERN-Pool, den Sie im Artikelstamm nun in der Karteikarte QR-Codes und Pools wiederfinden können. Hier finden Sie eine leere Liste zu Anfang, die Sie über das Pluszeichen befüllen können. Die Hintergründe, welchen Vorteil das es hat, wo es in der Praxis Anwendung findet, werden wir in diesem Video versuchen, kurz zu erläutern. Damit das Prinzip verständlich ist, haben wir in diesem Fall einfach einen Artikel angelegt, der sich Edelpostkarte nennt. Weil diese Postkarte so edel ist, hat sie auch einen Verkaufspreis von 25 Euro, also von 24,99 €. Klar, das kennen wir alles. Wir haben hier eine also eine ERN-Nummer hinterlegt. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein Produkt gerade bei Postkarten zum Beispiel verschiedene Motive hat. Jedes Motiv wiederum hat dann seine eigene ERN-Nummer. Vielleicht haben Sie das in Ihrem Portfolio, also in Ihrem Artikelsortiment auch, dass Sie genau diese Konstellation haben, dass Sie einen Artikel haben, der eine Sammel-ERN-Nummer hat. Und der einzelne Position hat einen eigenen ERN-Nummer. Wenn Sie diese Konstellation haben, können Sie dieses Prinzip sehr, sehr gut verwenden. So, in der Vergangenheit war es halt einfach so, dass wenn Sie jetzt diese diese Edelpostkarte hatten und Sie hatten versucht, in der Kasse diese nun zu verkaufen, und Sie haben über den Sammel-ERN, also das heißt über den ERN-Nummer drüber gescannt, den Sie auch im Artikelstamm hinterlegt haben, dann hat er das natürlich gefunden. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe das jetzt mit unserem Scanner aktiviert. Ich scanne jetzt drüber. Dann findet ihr das und ich kann es eingeben. Okay? Alles gut. Wenn Sie aber nun aus Versehen oder Ihre Mitarbeiter aus Versehen über die Einzel-ERN-Nummer oder über diese Motiv-ERN-Nummer der Karte gescannt haben, das machen wir jetzt in dem Beispiel. Das ist jetzt wohlgemerkt auch die Edel-ERN-Nummer, also die Edelpostkarte. Dann sagt er, ich finde diesen Artikel nicht. Das kann natürlich jetzt dann passieren. Der Mitarbeiter bestätigt und lässt es einfach dann so weiterlaufen und gibt den Kunden sogar im schlimmsten Fall die Karte mit, ohne sie zu kassieren. Dem können Sie nun vorbeugen, indem Sie im Artikelstamm hergehen und gehen auf den Artikel, gehen auf QR-Codes und Pool und klicken auf das Pluszeichen. Nun können Sie beliebig viele ERN-Nummern für diesen Artikel hinterlegen. Ich mache das mal. Ich gebe jetzt hier mal eine ERN-Nummer ein und sage übernehmen. Dann mache ich eine neue. Nämlich die. Das sind jetzt einfach mal verschiedene Motive. Wir gehen einfach mal davon aus, dass diese ERN-Nummern, die wir jetzt hier hinterlegen, einfach verschiedene Motive sind. Wenn wir nun in der Kasse sind und wir können jetzt hier einscannen, dann findet er uns das auch. Das heißt, wir haben jetzt wir haben nun über eine im Artikelstamm hinterlegte ERN-Nummer gescannt, und zwar die sich im Pool befindet. Hier. So, sehen Sie es? Jetzt versuchen wir mal diese Nummer einzuscannen. Okay, ich gehe jetzt mal hier rein und scanne mal die Nummer ein. Vielleicht haben Sie es gesehen. Zack, hat er gefunden. Wenn Sie sagen, das glaube ich nicht, dann können wir das jetzt ganz anders machen. Ich mache jetzt einfach mal den Editor auf. Na, wo habe ich es denn? Oder WordPad, ist ja egal. So, da scanne ich jetzt mal diese Nummer ein. Na komm, wir sollten uns natürlich hier auch auf die Zeile reinstellen. Ich scanne mal diese Nummer ein und kopiere mal diese Nummer. So, ich sage jetzt hier mal kopieren. Jetzt gehe ich hier in die Kasse hinein und sage einfügen, indem ich STRG und V drücke. STRG V, sehen Sie es? Und drücke Enter. Und das ist jetzt der Beweis dafür, dass er jetzt halt auch nach dieser ERN-Nummer im Artikelpool sucht. Denn, okay, machen wir mal ein anderes Beispiel. Ich nehme jetzt eine andere ERN-Nummer, die wir noch nicht im Pool eingetragen haben. Und zwar, ich scanne mal hier drüber. So, sehen Sie es, ich habe jetzt hier diese ERN-Nummer. Die kopiere ich mir, STRG C, und füge sie hier ein, STRG V. Nur damit Sie das natürlich sehen. Wenn ich jetzt Enter drücke, sagt er, ich habe diese Artikelnummer nicht gefunden. G
gehen Sie jetzt her und sagen, okay, ich hinterlege das im Pool. Das heißt, ich füge diese ERN-Nummer hinzu und sage übernehmen und gehe jetzt wiederum in die Kasse hinein und füge mir diese Nummer jetzt ein, Steuerung V, nur damit Sie es wieder sehen, dass es auch diese Nummer ist. Dann sucht im Artikelstamm. Bei den Stamm-ERN-Nummern findet er sie nicht, also schaut er dann im Pool nach. So, und sagt, okay, ich habe diese Karte jetzt hier gefunden oder diesen Artikel gefunden. Somit können Sie ihn verkaufen und alles ist gut. Des Weiteren haben wir natürlich weitere Funktionen integriert, die einfach sicherstellen, damit Sie nicht aus Versehen eine Nummer doppelt eingeben. Das machen wir mal. Ich gehe jetzt mal her und versuche mal eine Nummer, wie jetzt die letzte Nummer, die wir gerade eingegeben haben, die 177 am Ende, in den Pool neu einzuscannen. Ich scanne mal drüber und sage übernehmen. Dann sagt er, hey, das geht nicht, weil die ERN-Nummer ist ja bereits im Pool vorhanden. Okay. Kopieren wir jetzt mal bloß schnell diese Nummer hier. Okay. Wenn Sie natürlich jetzt hergehen und versuchen jetzt im Pool die Stammnummer einzutragen und sage jetzt wiederum übernehmen, dann sagt er da, hey, das geht nicht, weil diese ERN-Nummer ja bereits im Artikelstamm vorhanden ist. Zeigt Ihnen auch gleich an, dass es sich um den Artikel mit der Artikelnummer 50 handelt und dass der Artikel mit der Bezeichnung Edelpostkarte eben heißt. Dieses Prinzip gilt natürlich auch, wenn Sie auf einen anderen Artikel stehen. Das heißt, stehen Sie jetzt zum Beispiel, ich stelle mich jetzt hier mal auf die Damenhose Elegance, sage, ich will eine neue ERN-Nummer einscannen, ne, scanne die ein, drücke Enter, dann sagt er mir hier, das geht nicht, weil das bereits für diese Edelpostkarte vorhanden ist. Wollen Sie natürlich für einen anderen Artikel eine ERN-Nummer einscannen, die sich bereits in dem ERN-Pool befindet, und das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt hier diese Artikelnummer und scanne die mal ein, die ebenfalls für die Edelpostkarte im Pool eingetragen ist. So, ich sage jetzt übernehmen. Dann sagt er, das geht nicht, weil diese ERN-Nummer bereits in einem anderen Pool vorhanden ist. So, Sie sehen, dass dieser ERN-Pool wirklich eine feine Geschichte ist, eine feine Sache ist. Er Ihnen hilft, Fehler oder beziehungsweise ja auch Ihren Angestellten oder Ihren Mitarbeitern hilft, Fehler zu vermeiden, indem Sie eine Sammelnummer oder eine Nicht-Sammelnummer einscannen, die nicht im Artikelstamm hinterlegt ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem ERN-Pool.